Sachteine, Kleinkelps. Heute kommt mal etwas Neues. Deshalb erwarte ich auch heute von euch einen extravaganten Support. Haut den Like-Button kaputt. Das Format nennt sich die Karriere von. Je nachdem, ob ich diesen Influencer mag oder nicht, werde ich diesen ein bisschen flachsen oder halt nicht. Da ihr nicht wisst, wie das Ganze funktioniert, machen wir heute direkt zwei Influencer. Den ersten in einer etwas schnelleren Form. Fangen wir an mit Lejanko. Und jetzt Spaß beiseite. Heute geht es um Younes Amiri. Wir fangen rein chronologisch an. Younes Amiri war for real einer, der selbst Beckett kopiert hat. Ich habe dazu einen Clip von ABK gefunden. Gebt euch mal. In mein allererstes Fantreffen, Mann. Jetzt habe ich angekündigt, dass mein Fantreffen in Köln sein wird. Und zwar, ihr seht schon in der Beschreibung steht, mein erstes Fantreffen heute in Köln, Leute. Also meine Bahn kommt um 5 Uhr morgens in genau 4 Stunden in der Richtung. Wir haben jetzt gerade 5.41 Uhr. Ich würde auf jeden Fall sagen, wir sehen uns nach 3 bis 4 Stunden, wenn ich in der Bahn bin. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder im Zug. An der Domplatte um 15 Uhr. Leute, es ist fast soweit. Wir haben jetzt 14.11 Uhr. Du, was soll das? Was soll ich denn? Also an erster Stelle frage ich mich einfach nur, wie krass man gefallen sein musste, um Beckett nachzumachen. Also Real Talk, dass man es schafft, eine Wish-Version von Beckett zu werden und das in allen Belangen, ist schon heftig. Ihr dachtet, dass das 100k-Special von Beckett scheiße war? Gebt euch. Nach all den Days hab ich die 100k. Glaub an dein Traum, denn ich hab es geschafft. Ich bin auf dem Weg und ich schon in mein Hack. 200.000 zum Laufen gebracht. Guck, 100.000 sind auch schon im Sack. Wie kann man einen Voice Crack haben, wenn man Autotune benutzt? Er klingt 1:1 wie eine ausgeleitete Fotze. Sachtain. Auf jeden Fall war Beckett-Kopieren nicht das Einzige. Er hat noch eine andere Sache gemacht, die jeder Mainstream-YouTuber zu der Zeit gemacht hat. Nämlich Pranks. Nicht nur das, er hat auch das gemacht, was jeder andere Ausländer auf YouTube gemacht hat, der mit dem Mainstream mitschwimmen wollte. Und zwar hat er seinen Vater geprankt. Das sah dann meistens so aus. Ich bin Younes. Eigentlich will ich nicht meine Hand hochheben. Aber ist es normal, Jonas, hier? Was du hier treibst? Entweder du sagst ihm, wo du das Zeug hast. Punkt 1. Oder heute den Tag wirst du nicht überleben. Ich sag simpel, der Lavin, mein Kassadak, der Mochot, der Tawad Gulli, ich schicke Hadai in Egypt. Und geil! Ah, geil, feier ich. Auf jeden Fall fing er dann an, seine Sexualität zu faken, indem er so getan hatte, als wäre er homosexuell mit seinem damaligen besten Freund Ali Hakim. Miguel Pablo bekam dafür den Hate seines Lebens, bei Younes Amiri und Ali Hakim war es anscheinend nicht so schlimm. Aber ja, ich verstehe euch, wenn ihr sagt, dass dieses Hand-in-Hand-Pissen schon ein Anzeichen dafür ist, dass sie nicht lügen. Ja, sie haben Hand-in-Hand gepisst. Ladies and Gentlemen, bereitet euch vor auf die ehrenloseste Compilation, die es vielleicht jemals gab. Ich bin eine halbnackte Kahba. Ich bin eine Kahba. Kahba. Ich bin eine halbnackte Kahba. Ich bin eine Kahba in BH und Tanga. Ich bin eine halbnackte Kahba. Ich bin ein. Irgendwann lief es dann aber nicht mehr so krass und Ali Hakim hat ABKs verstorbenen Vater beleidigt. Ich bin dein Vater. Dein Opa lebt noch. Ich sag dir eine Sache. Aber dein Vater nicht mehr. Natürlich war Younes Amiri auch involviert in diesem Beef, denn ABK nannte zu der damaligen Zeit genau 4 Namen. Ich mutmaße, dass Ali Hakim, Mohammed Amiri, Yassin Taha und Younes sowieso eventuell dahinter stecken. Younes Amiri hat aber den Vater nicht beleidigt, trotzdem hat er in diesem Beef eine sehr große Rolle gespielt. Beide wurden aufgefordert, ein Statement zu diesem Telefonat zu veröffentlichen. Beide taten dies, beide leugneten die Tat. Beide wussten, dass Ali Hakim der war, der ihn angerufen hat. Und ich wiederhole nochmal, beide leugneten diese Tat. Younes Amiri, der dieses Telefonat gehört hat, und da gibt's nichts mit Bruder oder sonst was. Ali Hakim hat einen Verstorbenen beleidigt und nicht mal nur das, das war der Vater von ihm. Younes hat auf sehr stramm getan und meinte, dass ihn dieser Hate nicht interessieren würde. Natürlich hat er nur vor der Kamera so geredet, doch war er privat auch so ein harter Brocken wie vor der Kamera? Niemand kann mich da aufhalten, ist mir egal, wie viele Hate ich kriegen werde. Ich werde niemals davon aufhalten. Denkt ihr, so eine paar Daumen runter, zieh mich runter, Alter, jetzt mal ohne Witz. Ich hab mein Team und Punkt aus Ende, Alter. Wallah, ich weiß nicht mehr, was ich mehr machen soll. Bruder, mein Kopf, mein alles ist kaputt bei mir. Bruder. Einfach so von einem auf den anderen Tag ist so alles weg, so, weißt du, was ich meine? Younes Amiri hat dann Ali Hakim doch irgendwann verraten, nachdem er gesehen hatte, dass es bei ihm nicht mehr lief und der Beef zwischen den beiden besten Hand in Hand pissenden Freunden begann. Aber ich, Idiot, wollte meinen besten Freund in Schutz nehmen. Und wisst ihr, was er mit mir gemacht hat? Er hat mich so genommen, so hat er mich genommen. Und Younes muss jetzt einsehen, dass ich ihn verraten habe. Aber ich, so dumm, hab mich von meinem besten Freund verarschen lassen. Und der hat mich immer richtig schlecht darstellen lassen. Der hat mich ohne Grund in eine Konferenz mit ABK getan. Der ist einfach raus aus der Sache, kriegt wieder Plus-Abonnenten und ich gehe immer noch in Minus.
Und ich weiß gar nicht, Ali, wie du überhaupt noch deinen Mund aufmachen kannst. Das kann ich mir einfach nicht mehr gefallen lassen. Am Ende des Tages, nach ganzen fast 4 Jahren, kann ich sagen, dass dieser Beef höchstwahrscheinlich gefaked war, wie die gesamte Karriere von den beiden. Doch wie komme ich auf diesen Entschluss? Ganz einfach, hören wir erstmal die letzten Worte von ABK zu diesem Beef. Aber sollte ich jemals wieder sehen, wie Yunus und Ali zusammen Videos drehen, indem die so tun, als hätte es diesen Beef niemals gegeben, ich schwör's euch, dann ist dieser ganze Beef von euch beiden gefaked gewesen. Aber solange ihr nicht zusammen vor der Kamera seid und so Videos zusammen dreht, glaube ich euch. Und das alles, was jetzt hier auf YouTube passiert ist, ist Karma, weil ihr habt euch den Teufel selber in die Küche geholt. Immerhin seid ihr dafür verantwortlich, dass ein Verstorbener mit einer Zunge ausgegraben wurde. Ich für meinen Teil habe euch zu meinem eigenen Wohle vergeben. Jetzt braucht ihr 2 Nebeninformationen. Nebeninformation 1. Die Freundin von Yunus Amiri und die Freundin von Ali Hakim sind befreundet. Nebeninformation 2. Das ist der Song von Yunus Amiri. Zurück an alte Zeiten mit keinem an der Seite, nein, ich ging den Weg alleine. Zurück an alte Zeiten mit keinem an der Seite, nein, ich ging den Weg alleine. Dieser TikTok wurde zwar inzwischen wieder gelöscht von beiden, aber er existierte. Ich frag mich, ob ihr euch nicht ein bisschen schämt dafür. Egal, bildet euch immer eure eigene Meinung. Wir machen jetzt noch schnell Geschichtsunterricht. Nennen wir das Ganze Post-ABK-Beef. Yunus und Daniel sind beste Freunde. Daniel ist mit Mariam zusammen. Yunus kommt und nimmt Daniel Mariam weg. Ihr Heuchler, Wallah, ihr Heuchler. Der Song, den Daniel an Mariam geschrieben hat, ist umsonst. Lasst ihn uns nochmal anhören. Komm, Baby, nimm meine Hand. Egal wohin, ich hatte, gehen zusammen. Ich schwöre dir, für dich immer da zu sein. Und weil jede Träne auffängt, so an zu weit. Du bist nicht allein, Schatz, ich bin für dich da. Du bist ein Engel, geschickt von Allah. Dann fing der Engel, der geschickt wurde von Allah, und der im Zug jizzende Yunus an, Fake Pranks zu drehen. Subhanallah, jeden Tag wurde einer von beiden geprankt und angeblich haben es beide nicht gecheckt. Hier ein Beispiel. Warnung, dieses Beispiel könnte Aggressionen verursachen. Was glaubst du, einkaufen warst? Ich weiß nicht, wer das war. Was laberst du? Ich weiß nicht, wer das war. Nein, bleib mal hier. Du musst selber herausfinden. Ich kann jetzt doch einfach so sagen. Bitte, wenn ihr schon Pranks faked, dann macht es doch richtig und sucht euch Menschen, die zumindest eine Art von Kompetenz besitzen. Danke. Ich habe danach gefühlt nichts mehr von diesen Kelps gehört, bis dann irgendwann die Sache in Griechenland geschehen ist. Hätte ich Mahmoudi nicht geschaut, würde ich niemals wissen, dass Yunus, Amiri und Mariam überhaupt noch existieren. Danke an dich, mein Bruder. Ich habe bestimmt keinen Schaden durch dich erlitten, weil ich mir diese ganzen Videos von Yunus nochmal anschauen musste. Vielen Dank. Freund. Ich bin der Einzige, der da ist, ne? Für jeden. Die Polizei steht gerade neben mir, die versuchen mich auszufragen oder irgendwas anderes, ne? Ich bin der Einzige, der da ist. Ich mache mir richtig Sorgen. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Niemand ist da außer ich. Jeder hat gesagt, Prom oder irgendwas anderes. Ich habe es euch gesagt, Mann. Ich habe Ennis noch gesehen. Ich habe euch von Anfang an gesagt, das ist kein Spaß oder irgendwas anderes. Ich war der Erste, der im Krankenhaus war. Ich wurde sofort angerufen. Ich war hier. Ich bin seit 3 Stunden hier. Und ich wusste, dass irgendwas zugestoßen war. Ich habe ihn getroffen gerade. Er wurde einfach geschlagen, er lag blutig am Boden. Ich weiß, er hat einen Tumor. Ich war der Erste, der mit dem Krankenwagen mitgenommen wurde. Ich lag mit ihm. Ich bin seit 3 Stunden hier. Dann gab es den Kampf gegen Volkan. Gar keinen Bock drauf einzugehen. Jetzt faken sie, dass sie sich trennen wollen. Auch kein Bock. Die Mutter von Mariam hat schon gesagt, dass sie weiterhin zusammen sind. Mariam und Yunus noch zusammen. Immer noch zusammen? Ja, na klar. Fickt euch alle. Am Ende des Tages frage ich mich nur, wie ein Mensch wie Yunus Amiri noch Reichweite haben kann. Aber was soll ich sagen? Das Leben ist hart. Schreibt mir eure Meinung zu diesem Format in die Kommentare und haut den Like-Button kaputt. Und in dem Sinne, Zachtain.